Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier, oder Let's Play Part von unserem guten alten Geralt, und wir sind hier auf unserem Wein- oder Weingut-Anwesen, das wir benutzen können, und da wir ja einen höflichen Quest und Gast haben, nämlich die Marlene. Ich danke dir. Ist das lecker? Und sie ist, glaube ich, sie wurde verflucht, als die Dame jung war. Wir haben es alles in der letzten Episode gesehen. Also, falls ihr sie nicht gesehen habt, die letzte Episode, bitte gerne nachholen. Ich erzähle es mal kurz hier ein bisschen. Können wir ein bisschen ausmachen oder wir die anmachen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die Dame wurde, als sie jung war, vor einem Bettler verhext, da sie die Gastfreundschaft missachtete. Und konnte nun 100 Jahre lang nichts essen, aber sie war in einer Gestalt, keine Ahnung was, und nun ja. Sag mal, oh, wir haben eine Truhe. Was, wir haben unsere Truhe? Hier oben? Unser Bett, unsere, ach, noch eins. Noch eins war da oben? Hier, oder was? Nein. Hä? Glaube ich, ein bisschen doof. Ach, hier rein. Ah, ist hier unsere. Hier ist unser Bettchen und Co. Was? Bild aufhängen? Ach. Na gut, ein Schild. Gut. Unser Lager. Was können wir da rein? Da ist ein Zeug. Da haben wir schon Zeug drin? Wusste ich gar nicht. Wir haben minus 300. Ach du Scheiße, haben wir Zeug drin. Wir haben schon bessere Sachen, ne? Also das sieht man schon. Heieieiei. Ich glaube, die Sachen, die wir hier. Warte mal, die wir noch nicht benutzen können. Legen wir ab die ganz schweren Sachen hier. Nein. Umladen, alles umladen, was sieht. Das nimmt so viel an Platz weg und Co. Das ist abnormal. Jetzt haben wir noch 83, also. Wir könnten hier noch ein paar Sachen wegschmeißen, beziehungsweise in die Kiste Truhen tun. Das nehmen wir mit zum Verkaufen, das ist echt so. Das ist besser. Nehmen wir mit zum Verkaufen. Mit zum Verkaufen ist echt so eine Kacke, echt. Aber so Schmarrn wollen wir hier nicht haben. Tut mir leid, aber es ist einfach aus und vorbei. Wir haben hier minus 10, plus 20, weg damit. Was ist das hier überhaupt? So eine. Oh, leichte Rüstung weg hier. Höflingswamt. Haben wir das. Mann, ist das von Anfang her oder was? Das war auch. Ist das anfangs? Das ist Anfang. Das haben wir ganz am Anfang getragen, ne? Ich weiß glaube ich noch. Oder ist das das. Von dem Dingens. Komm weg damit. Das glaube ich von dem Ball, das wir damals gemacht haben. Und nun. Was müssen wir da finden? Trophäe. Wir haben kein. Was? Wir haben kein Trophäe? Was bringt uns das, wenn wir hier nichts. Ah! Okay, also wir können hier direkt gesehen alle unsere Sachen nochmal anschauen, ne? Also so ganz in Gemach und Co. Aber das machen wir dann später mal. Jetzt ist es gut, aber so gut. Ich lese ja sehr viele Bücher hier, muss ich sagen. Total voll. Kann ich es irgendwie ja noch ausbauen hier? Ich würde den ausbauen. Können wir das irgendwie tun hier? Es ist mir ein Vergnügen. Können wir kurz nachschauen, zuvor das. Zuvor habe ich. Mensch, komm. Nein. Haben wir alles schon gehört in der letzten Episode. Tut mir leid. Nein. Guck mal, was machen wir mal, ne? Zeigst du mir das Weingut? Das haben wir noch nicht gemacht. Würde es dir was ausmachen, mir Corvo Bianco zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Folge mir bitte. Na dann, ich denke, wir sollten auf dem Hügel beginnen. Sieh nur, Herr, dein Gut in all seiner Pracht. Ist zwar ziemlich dunkel, groß, aber groß. In der Tat,
Und jetzt würde ich dir gerne einige interessante Einzelheiten zeigen. Folge mir. Bist du schon dein Leben lang Haushofmeister? Ja, davon gab es in meiner Familie eine ganze Reihe. Mein Vater war ein Haushofmeister, so wie mein Großvater vor ihm. Meine Großtante auch. Sie hat diese Tradition begründet. Großtante? Eine harte Frau. Angeblich wusste sie schon als Kind, was sie wollte, und hat es dann auch erreicht. Als sie nach Beauclair kam, nahm sie eine Stelle als Zimmermädchen auf einem Weingut an und arbeitete sich langsam zur Haushofmeisterin hoch. Sie hat den Rest der Familie mitgeschleift. Wieso nicht? So, irgend so ein Zeichen da oben, was ist das überhaupt? Können wir das irgendwie... Ja, das können wir auch nicht mit der Maus anzeigen. Haben wir irgendwie... Inventar, gibt es hier irgendwelche Boni-Anzeige? Ich weiß nicht, wie wir da anschauen können. Charakter-Boni. Wir haben zwar einen Punkt, aber gibt es irgendwie Boni, wenn wir einen Punkt haben? Ich habe keine Ahnung. Die Quartiere für das Gesinde. Ich wohne im grünen Haus. Mit der Erlaubnis der Herzogin habe ich Bedienstete eingestellt, die aus der herzoglichen Schatzkammer bezahlt werden. Wie nett von ihr. Zugegeben, das ist nicht der schönste Teil des Anwesens. Aber als Herr des Weinguts sollte man wissen, wo die Bediensteten wohnen. Das ist auf jeden Fall wahr. Ich möchte das gerne irgendwie ausbauen oder soll das schöner machen. Weil, nun ja, es soll jeder gut haben. Und ich denke mal, auch die Bediensteten Baron Rossell müssen oder sollen auch was haben. Baron Rossell hatte auf diesem Teil des Weinguts die Reben zu entfernen und stattdessen Olivenhaine zu pflanzen. Sie sind wunderschön, besonders im Frühling. Sieht jetzt aber auch schon nicht schlecht aus. Ja, so, da könnte man noch was abnehmen. Herr Hausmeister, bitte. Haushofmeister, tut mir leid, nicht dort Hausmeister. Dort unten erstreckt sich das Weingut. Dort bauen wir Carvanera an, eine der ältesten Sorten der Welt. Der Wein wird in Eichenfässern gelagert und bildet exquisite Noten von Brombeere, Wildkirsche, Pflaume und Zimt aus. Wundervoll. Kann nie vorstellen. Ich sollte ihn mal probieren. Naja, und ich muss sagen, wegen Probieren und so, Alkohol. Ich kann schon noch trinken, aber Dauersaufen oder beziehungsweise irgendwie trinken oder Alkohol Schöner trinken. Brunnen. Ich habe keinen. Malerisch. Ich kann das nicht ja, mehr. Obwohl mein Magen verträgt, das ist meine. Während seiner berüchtigten Feste ließ Herr Bullius den Brunnen mit Wein füllen. Es gibt eine Geschichte über einen Gast, der zum ersten Mal an einem Bullius-Ball teilnahm und diesen Brauch nicht kannte. Er litt an Herzschmerz und wollte sich durch einen Sprung in den Brunnen das Leben nehmen. Das Fest neigte sich seinem Ende und der Brunnen war fast leer, als der suizidale Gast sprang. Statt zu sterben, brach er sich nur die Beine. Um den Schmerz zu betäuben, trank er den Wein. Hat er sich zu Tode getrunken? Nein, keineswegs. Als er am nächsten Tag gefunden wurde, erzählte er, dass er Zeuge eines Doppelwunders gewesen sei. Wasser war zu Wein geworden und er hatte überlebt. Er zog sich in ein Kloster in den Drachenbergen zurück und predigte fortan die Lehren Majorans. Oh, ist ja mal was Schönes. Unser Hofmeister ist, kennt sich hier wirklich aus, muss ich wirklich sagen. Also, wie schon gesagt, Bullius' Gemahlin Nina hatte hier einen Garten angelegt. Ein sehr schöner Ort. Er ist etwas vernachlässigt worden. Das stimmt. Aber seine frühere Schönheit lässt sich mit frischen Kräutern und weiteren Pflanzen schnell wiederherstellen. Wie können wir das? Ich will das machen. Ich will das machen. Wenn der Queste mir erlaubt, oder das Spiel mir erlaubt, hier das zu tun, dann will ich es auch. Ich will das auch. Ich will das auch. Ich will das. Das hier zum Laufen zu bringen, was schön ist. Madame Nina hat hier kleine, zarte Blumen und Kräuter angepflanzt. Man könnte meinen, das Aroma liegt noch immer in der Luft. Du bist ja ein Romantiker, Barnabas Basilius. Ich finde es auf jeden Fall hier ist wirklich angenehm hier, muss man wirklich sagen. Also könnte hier leben. Ich werde sterben, wenn sie immer galoppieren müssen. Das ist klar, aber plötzlich ist irgendwie unantastbar, muss man wirklich sagen. In der Hinsicht. Ach, hallo! Ein strammer Kerl. Ja, ist ja dein Herr Meister. Kätzchen. Jetzt haben sie plötzlich hier Leute. Ach, weil es morgen war, vorhin
Also noch nicht morgen und damit nicht so beliebt. Ne? Dies diente als zusätzlicher Weinkeller in den Jahren mit reicher Ernte. Hm. Mit etwas Arbeit wird das ein schöner Stall für Plätze. Und so endet wahrscheinlich auch das Spiel, ne? Dass wir hier unser Weingut haben und uns niederlassen, so gesehen. Weil es wird ja kein vierter Part mehr gemacht. Und hier kennen wir das ja. Stimmt, hier kennen wir das Ding. Hier ist ja die. Ja. Der Keller. Voilà. Unter Monsieur Boulius wurde hier Wein gelagert. Aber Baron Roussel bewahrte hier auch Olivenöl auf. Ich war so frei und habe die Unordnung beseitigt, die. Die durch meinen Kampf mit der Bruxa entstanden ist? Vielen Dank, Barnabas Basilius. Danke, wirklich danke. Es ist keine Rede. Unser Haus, meine Güte. Wie man sieht, ist die Fassade, wie soll ich sagen, leicht fleckig. Aber ein gewisser südländischer Charme lässt sich trotzdem erahnen. Stimmt, aber sie könnte gewiss etwas Farbe vertragen. Können wir das jetzt machen, wegen Farbe und so? Also ich meine, das ganze Haus restaurieren, das wäre schon was ich gerne tun würde. Das wäre etwas sehr Schönes. Und willkommen im Haus. Auf der linken Seite liegt das Hauptschlafzimmer. Rechts sind der Speisesaal und die Küche. Oben befindet sich das Gästezimmer, das gerade als Abstellraum dient. Keine schlechte Idee. Das Anwesen ist im Augenblick sehr spartanisch eingerichtet. Aber wir werden uns sicher auf ein paar Neuerungen einigen können. Zum Beispiel würden Gemälde dem Domizil sofort neues Leben einhauchen. Du hast jetzt das gesamte Anwesen gesehen. Corvo Bianco ist ein wunderschönes Gut, auch wenn der Zahn der Zeit an ihm genagt hat. Aber verzeih mir meine offenen Worte. Wenn du eine kleine Summe in die Verschönerung des Guts investieren willst, bin ich jederzeit zu Diensten. Das wollte ich tun. Ich werde darauf zurückkommen. Ich wende mich an dich, wenn ich was umgestalten möchte. Das wollte ich tun. Es könnte nicht schaden, das Gut ein wenig aufzuhübschen. Oh, keinesfalls, Herr. Die Frage ist nur, wo du mit der Verjüngungskur beginnen willst. Das Gelände? Ich glaube, es ist das Gelände. Dieses weitläufige Gelände. Vielleicht sollte es endlich besser genutzt werden. Oh ja, das sollte es. Meiner Meinung nach gebietet dein Beruf, einen Schleifstein und einen Rüstungsschmiedetisch aufzustellen. Das wäre doch ein guter Anfang, nicht wahr, Herr? Ich möchte aber gerne für die Leute. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich... Natürlich, Herr. Ich würde gerne mit dem Haus, wenn das geht. Dürfte ich einen Vorschlag machen? Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rumpayis Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend. Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. Nur 5000? Dann kümmere dich darum. Sorge dafür, dass hier alles strahlt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Innerhalb eines Tages werden die Arbeiter hier sein, die die Residenz des Admirals aufpoliert haben. Die besten Spezialisten, die man finden kann. Und kann man auch gleich sie noch sind äußerst fähig und sie werden bestimmt nicht lange brauchen. 2 Tage nachdem sie angefangen haben, wird dir ein renoviertes, umgestaltetes und verschönertes Anwesen zur Verfügung stehen. Und den Bediensten will ich auch etwas machen, wenn Gibt das geht. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ja. Wenn wir schon beim Renovieren sind, es muss doch noch andere Dinge geben, die wir verbessern können. Wenn wir die Gestaltung des Geländes nach Buclera Art beibehalten und du beispielsweise keine
großen Löcher graben willst, um dort Monsterkadaver oder verfluchte Schätze zu vergraben, bin ich dafür, Herr. Ich wollte aber das Anwesen vorstellen und nicht ein Rüstungsgedöns. Ich muss von Zeit zu Zeit an meiner Rüstung arbeiten. Hier ölen, da verstärken. Ich könnte einen guten Arbeitstisch gebrauchen, wo ich das alles machen kann. Admiral Rompagny hatte einst einen Spezialisten angeheuert, der die besten Rüstungsschmiedetische diesseits der Yaruga hergestellt hat. Ich werde ihn sofort kontaktieren. Tausender ist ja allgemein. Bestelle mir so einen Tisch. Sofort, Herr. Ich denke, es wird höchstens einen Tag dauern, bis er da ist. Brauchst du sonst noch etwas? Ja. In meinem Beruf werden Klingen ziemlich schnell stumpf. Ich könnte einen Schleifstein gebrauchen, einen hochwertigen. Natürlich. Niemand wird das als unnötige Extravaganz betrachten, würde ich sagen. Nun, Tausender kommen. Dann bestelle bitte einen. Einen Stein von hoher Qualität, der im Hof aufgestellt werden soll. Natürlich. Ich schicke sofort einen Boten in die Stadt. Ab morgen kann hier nach Herzenslust geschliffen werden. Können wir das noch mehr upgraden oder so? Also auftischen? Das war fürs Erste alles. Danke, Barnabas Basilius. Jetzt haben wir ja aber eine Nebenquest hier. Warte 3 Tage, bis allgemeine Renovierung abgeschlossen. Warte einen Tag. Also, jetzt haben wir hier gute Laune. Und ich denke mal, wir können ja hier mit den Quests weitermachen. Wir haben das hier zum Beispiel auch im zum Hause schönsten. Warte. Das ist allgemein gut. Papierkrieg. Warten wir da immer noch eine Woche? Ich weiß gar nicht mehr. Wir gehen mal Gesänge eines Ritterherzens. Na, willst du auch ein Ritterherz haben? Dann lass uns in die Lüfte steigen. Und denke mal, wir sehen uns als erstes mal in der nächsten Episode. Und viel Spaß. Bis dann.